Moin, heute geht es mal um eure Karikatur bzw. eine Alternative dazu. Ich wünsche euch viel Spaß, weiter geht's nach dem Intro. Jetzt geht's auch schon los. Karikatur ist ja nicht ganz so positiv angekommen. Wir können es auch hier direkt mal starten auf dem iPad, damit ich euch auch zeigen kann, warum wahrscheinlich. Denn zum einen sieht man halt hier ganz gut, wie es halt eigentlich hauptsächlich auf Geld ausgeben ausgelegt ist. Ist für ein Spiel jetzt noch nicht schlimm. Jeder will Geld verdienen, aber der Fokus ist halt sehr stark darauf gesetzt. So scheint es zumindest. Und der Nachteil ist, dass meines Erachtens nach das Gameplay auch nicht wirklich gut ist. Denn wir können ja mal schauen. Können Sie einfach mal starten. Das Gameplay auf 50 CCM, also etwas langsam. Aber wir können ja mal schauen, ob da Spaß aufkommt. Denn ich denke, beziehungsweise meiner Meinung nach, kommt da nicht wirklich viel Spielspaß auf. So, schauen wir jetzt mal. Das kennen wir ja schon ganz gewohnt. Die Steuerung ist eine Swipe-Steuerung. Ne, ich komme zum einen mit der nicht so gut klar. Ne, es gibt auch die Möglichkeit. Ne, jetzt, man merkt es halt schon, auch schon, 50 Kubik ist jetzt nicht wirklich ein hoher Schwierigkeitsgrad, aber es kommt halt irgendwie so null, null Spaß auf, sage ich jetzt mal. Die Grafik ist okay, es ist nicht so der Hammer, aber ja, könnt jetzt einfach mal auch nichts machen und gucken, was dann passiert, ob man irgendeinen Unterschied feststellen kann. Ich bin immer noch Erster und ich bin immer noch Erster, obwohl ich nichts mache. Ist klar, dass es auf 50 CCM wahrscheinlich jetzt nicht der höchste Schwierigkeitsgrad ist, aber ich finde, es kommt nicht wirklich Spielspaß auf, dank des Gameplays, wenn man dann halt noch die Geldausgebemöglichkeiten dazu rechnet, sage ich jetzt mal, und den Fokus, der wahrscheinlich darauf gesetzt wurde, muss ich halt sagen, dass ich nicht wirklich zufrieden damit bin, also keinen Spielspaß habe. Nützt aber alles nichts. Deswegen habe ich mir eine Alternative überlegt. Das heißt, überlegt, habe sie gefunden durch Apple Arcade. Wenn man das Ganze startet, sieht man auch den Apple Arcade Stream, beziehungsweise Screen, weil es ist eine Apple Arcade App, das heißt, die ist kostenlos, wenn man Apple Arcade abonniert hat, was ich euch sowieso empfehlen würde, weil Apple Arcade ist cool. So, jetzt können wir hier auch mal auf Rennen starten gehen, dann starten wir das Rennen, sehr klug. Und dann sehen wir, dass es auch ein Online-Spiel ist, also gegen Online-Gegner. Die Steuerung ist auch eine ähnliche. Das heißt, wir haben auch so ein Lenkrad, wo wir swipen können, sage ich jetzt mal. Seht ihr gleich. Dann haben wir hier so ein Lenkrad, wo wir swipen können und dann driftet der auch. Es ist halt direkt viel, viel schneller, denn das sieht man schon. Zu höherer Kubik kann es Mario Kart Tour wahrscheinlich auch schneller sein, aber hier kommt halt direkt Spielspaß auf. Grafik ist auch, finde ich, nochmal ein bisschen aufwendiger. Also im Hintergrund sieht man mehr Sachen. Es passiert irgendwie ein bisschen mehr. Sonic Racing kennt man ja auch von der PlayStation oder so von früher. War immer eine Alternative zu Mario Kart. Und hier muss ich jetzt sagen, ich weiß, ich bin schlecht. Über das iPad ist es auch schwieriger, aber das große Display macht halt Sinn, um das zu zeigen. Ich muss halt sagen, dass hier viel mehr Spielspaß aufkommt. Und hier scheint zumindest der Fokus nicht so sehr auf Ingame-Käufen zu liegen. Ist klar, ist auch über Apple Arcade etwas. Das heißt, da bezahlt man ja schon Apple Arcade. Aber ich muss halt sagen, dass ich finde, der Fokus hier mehr auf Gameplay gelegt wird und mir gefällt das Gameplay auch einfach besser. Das war es auch schon gewesen, eigentlich. Wenn ihr das mal möchtet, kann ich auch explizit eine Folge zu Apple Arcade Games machen. Das war das Video. Ich habe euch einfach mal Sonic vorgestellt. Meiner Meinung nach die bessere Alternative zu Mario Kart Tour. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Und haut rein!